Die Weltbevölkerung wächst. Das sieht man beispielsweise, wenn man sich Städte wie Cancun oder Kairo anschaut. Im November 2022 wird die Weltbevölkerung erstmals die 8-Milliarden-Marke überschreiten. Das sagt die UNO voraus. Doch nicht überall steigen die Bevölkerungszahlen. In Städten wie Tokio oder Stockholm werden bald mehr Menschen sterben, als Kinder geboren werden. Woher kommen diese Unterschiede? Und was bedeuten sie für die jeweiligen Länder? Über die letzten 70 Jahre hinweg hat sich die Weltbevölkerung verdreifacht. Und auch zukünftig wird sie weiter wachsen. Aber nur im Mittel. Einige Länder weisen einen komplett anderen Trend auf. Mancherorts schrumpft die Bevölkerung sogar regelrecht. Dies liegt an den unterschiedlichen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen vor Ort. Tschad beispielsweise gilt als eines der ärmsten und instabilsten Länder der Welt, geplagt von Bürgerkriegen und Korruption und regiert von einem autoritären Militärregime. Der durchschnittliche tschadische Einwohner ist 15 Jahre alt und arbeitet in der Landwirtschaft. Er ging 2 Jahre in die Schule und pro Tag stehen ihm 4 Franken zur Verfügung. Die beschriebene Instabilität in allen Lebensbereichen hält Tschad und seine Bewohner auf vorindustriellem Niveau. Die Zeit stand still im Tschad. Das Land veränderte sich kaum. Im sogenannten demografischen Übergangsmodell befindet sich Tschad ganz am Anfang, auf Stufe 1 oder 2 von insgesamt 5 möglichen Entwicklungsstufen. Das bedeutet, die Geburtenrate ist hoch, denn Kinder sichern das Überleben der Familie. Die Sterberate wird zukünftig wegen besserer medizinischer Versorgung zurückgehen. Tschad steht ein starkes Bevölkerungswachstum bevor. Ganz anders sieht die Prognose für Jamaika aus. Jamaika gehört zu den wohlhabendsten Ländern der Karibik. Bodenschätze und Tourismus machen Jamaika zu einem ökonomisch stabilen Land. Und auch politisch ist Jamaika eine stabile Demokratie. Die durchschnittliche Jamaikanerin ist 31 Jahre alt und lebt in einer Stadt. Sie ging 9 Jahre in die Schule und für ihren Alltag stehen ihr 26 Franken täglich zur Verfügung. Die jamaikanische Wirtschaft expandierte in den vergangenen Jahrzehnten, so wie dieser Tagebau in der Nähe der Stadt Hopewell. In Zukunft wird der Wohlstand weiter steigen. Jamaika könnte ein tropisches Europa werden. Auf der Grafik mit den Entwicklungsstufen befindet sich das Land auf Stufe 3 und wird zu Stufe 4 übergehen. Mit zunehmendem Wohlstand sinkt die Geburtenrate und passt sich der niedrigen Sterberate an. Die Gesamtbevölkerung bleibt in den kommenden 20 Jahren stabil. Schauen wir zuletzt auf Deutschland. Deutschland ist extrem wohlhabend und hat ein stabiles demokratisches System. Gute medizinische Versorgung und Bildung sind selbstverständlich. Deutschland geht es global betrachtet sehr gut. Das Durchschnittsalter beträgt 45 Jahre. Man lebt in Städten und teilt sich den Haushalt mit einer weiteren Person. Nach 14 Jahren formaler Bildung stehen einem 126 Franken täglich zur Verfügung. Die Bevölkerungszahlen einiger Städte, wie hier Stuttgart, haben sich in den letzten Jahrzehnten kaum verändert. Laut statistischer Vorhersage wird Deutschland von der demografischen Entwicklungsstufe 4 zu Stufe 5 übergehen. Denn schon heute liegt die Sterberate über der Geburtenrate. Deutschland wird in Zukunft einen Bevölkerungsrückgang erleben. Das Land wird sich dieser neuen Altersstruktur anpassen müssen. Möglicherweise mit neuen Arbeitsgesetzen, technischen Innovationen oder einer liberaleren Einwanderungspolitik. Denn Forscher gehen davon aus, dass Immigration von qualifizierten Arbeitskräften unverzichtbar sein wird, um die guten Lebensbedingungen zu erhalten. So hat zum Beispiel Japan bereits diverse Gesetze erlassen, um die Einwanderung von Fachkräften zu erleichtern und dem beginnenden Bevölkerungsrückgang entgegenzuwirken. Wenn Sie noch mehr Videos zum aktuellen Weltgeschehen sehen wollen, abonnieren Sie gerne unseren Kanal.